Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zum Unboxing der kleinen grünen MFB UL Box für den Monat Januar. Habe ich ja schon gesagt? Nee, habe ich glaube ich nicht. was gibt es zu sagen? Zwischen 22,95 € und 29,95 €, je nachdem welches Abo-Modell ihr wählt. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr bei MFB auf der Seite. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Gibt aktuell auch noch Aktionen, habe ich gesehen. Also quasi mit, ich glaube, die ersten drei Boxen Einstiegspreis von 16 € und ein paar zerquetschte. Könnt ihr ja mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen Quatsch erzählt, aber irgendwie so war es jedenfalls gewesen. Einfach mal reinschauen. Da würde ich mal sagen, legen wir hier los mit der kleinen Grün. Da brauche ich eigentlich ein grünes Messer, oder? Warte mal. Hat er doch. Boink. Nicht schlecht, ne? So. Und los. Das sind übrigens von Victorinox die Blumenmesser. Die sind eigentlich für Gartenarbeiten und sowas, wo man Blumen mitschneiden kann. Und die sind wirklich richtig scheiße scharf. Gar nicht mal so teuer. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal schauen. Die sind echt cool. Die gibt es auch mit verschiedenen Klingen vorne und in verschiedenen Farben. Und ich nehme die echt wirklich gerne. Wahrscheinlich auch super zum Pilze sammeln oder sowas. Kann man auf jeden Fall machen. Fällt mir immer ziemlich gut. Ja, und los. So, was haben wir denn da? Da haben wir von der Firma Nasty Bait den Tasty Chicky Milky Sparkling Ice. Okay, Sparkling Ice ist wahrscheinlich die Farbe und der heißt Chick Milky. Genau, so wird er wahrscheinlich heißen. Der ist tatsächlich 6,8 cm lang oder 2,7 Inch lang. Ja, zweimal lang. So, packen wir nicht mal aus. Mal schauen. Small Tail anziehend. Ach, schmale Taille steht da. Ach, ich lese einfach Small Tail vor. Nicht schlecht. Wenn man immer denkt, steht alles immer in Englisch drauf. Tasty Chick, einer für alle. Sehr gut haben sie auch gemacht, dass sie hier ein schönes dunkles Lila genommen haben, um das auf das Schwarz zu drucken. Das ist nicht ganz so cool. So, was steht hier noch? Nasty Bait ist eine eingetragene und geschützte Marke der Future Bait Industries GmbH. Was steht hier noch drauf? Nicht für den Verzehr geeignet. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen aussetzen. Nicht mit anderen Weichködern mischen. Aha, ist das wieder so ein besonderer Köder? Schauen wir in die Augen, kleines Knackarsch steht da echt drauf. Ach Gott. Naja, okay. Schauen wir mal. Ui, die haben aber, na, aber schon Freiwilligen. Ja, die sind auf jeden Fall ziemlich weich. Die sind auch hier geölt oder wie man es auch immer sagt. Die riechen auf jeden Fall. Die haben eine schöne Farbe, ne? Also unten so ein bisschen durchsichtig mit Glitter. Sieht auch ein bisschen scharf hier. Meh. Oben so mit weiß, rote Augen, die sehen schon ganz cool aus. Doch, also kann man auf jeden Fall machen. Aber nicht mit anderen Ködern zusammenlagern. Wäre jetzt interessant, ob sie denn damit meinen, dass sie vielleicht Angst haben, wenn man halt einen von diesen komischen Öko-Ködern hat. Oder ob es ihre eigenen Köder sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die fühlen sich auf jeden Fall ziemlich weich an. Also vielleicht sind es auch diese Köder hier, die. Ich guck mal hier, warte mal, ein Köder, der sich hervorragend. Finesse-Montagen. Ne, steht hier jetzt nicht drauf, ob das auch so ein Köder ist. Naja. Egal. Was haben wir noch? Wir haben ein paar Snaps. Den Solid Snap von Aimbush. Auch cool. Schöne kleine Snacks. Snacks. Snaps. Hakengröße. Ach Gott, ey. Größe 0. Ich wollte gerade Größe 2 sagen, weil irgendwas mit 2 drauf stand. 12 Kilo Tragkraft, 1,2 Länge, Zentimeter Länge und 20 Stück sind drin. Kann man machen, finde ich schön. Ja, Snaps gehören immer mal dazu. Ich nehme lieber Snaps und Wirbel dran, ihr wisst es aber. Naja, kann halt nicht immer alles genau für Lemmy sein, ne? Genau. Dann haben wir noch ein paar Mikado Jig Heads, Glovi Jigove, Treble Cone System, Weight 7 Grams, Hook Size 1. No, auch nichts Besonderes. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter angucken. Dann haben wir einen kleinen Hardbait. Von der Firma Berkeley Dex. Der sieht richtig schick aus. Der ist echt süß. Ist er nicht süß? Doch. So, 3,7 Gramm, 50 mm, 0,4 bis 0,6 Meter Sinking. Also der kann nicht singen, der singt. Hubala, das ist auch schon raus. Mal schauen, was hier noch drauf steht. So. Weight Ramp System. Das hat bestimmt irgendwas mit weiß schmeißen zu tun, aber wissen tue ich es nicht. Irgendwas mit besonderen Haken. So, das ist alles hier in
Französisch und in Englisch, also nichts, was wir lesen können. So, und der ist Brown Trout, also braune Forelle, Flolelle. Oh, das ist ja super, ich habe ein paar neue Haargummis hier. Was? Okay, vielleicht doch nicht. So, da ist er frei. Oh, Haken ist auf jeden Fall scharf. Schön aus. Kleine Rasseln drin. Gefällt mir sehr gut. Echt hübsch. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Schönes Teil. Nice. Das haben wir noch. Wir haben noch mal die Firma Mikado mit dem Mikado Bolero. Bolero. 6,6 cm, 4 Pieces, Premium-Qualität. Das ist hier wieder mit Shrimp-Aroma. Und der hat einen wunderschönen, tollen, klassischen 90er-Jahre gepimpten Twister-Schwanz. Da haben sie sich nämlich gedacht, nein, wir machen den nicht normal. Wir machen da einfach ein paar Löcher rein. Ja, und das ist hier das Endprodukt. Ein süßer kleiner. Der sieht echt süß aus. Doch, schönes großes Glubschauge. Ja, der riecht toll. Also, wenn ich ein Fisch wäre, würde er toll riechen. Würde ich finden, dass er toll riecht. So wäre es richtig. Der ist höchstwahrscheinlich nicht olfaktiv. Ist er nicht? Achso, was ist eigentlich mit dem Weißen hier? Oh Gott, da hängt auch gleich die Forelle dran. Was ist jetzt eigentlich dein Problem? Du hast doch neue Batterien. Oh, ich guck mal, dieser am Bauch hier auf jeden Fall, die Forelle, ne? So. Bei dem war jetzt nichts gewesen. Aber das ist auch schöner kleiner Köder hier. Wow. Kann auf jeden Fall machen. So, dann wird es ja hier noch ein bisschen kleiner. Und zwar haben wir nochmal von der Firma Mikado. Ist das genau die gleiche Firma? Das Logo sieht ein bisschen anders aus, oder? Sieht irgendwie anders aus. Vielleicht heißt es auch anders, die Firma. Da haben wir hier den Predator Software Fisch mit der Bezeichnung Lure Mikado Tsubane. Ah, keine Ahnung, wie der heißt. Mensch, könnt doch einfach mal vernünftig raufschreiben, ey. Herrschaftszeiten. Jedenfalls irgendein kleinen Gummifisch. Mit einem Pintail. Oder ein V-Tail. Mal schauen. Mehr. Komm raus. Da ist er. Oh Gott, ist der klein. So, ist es jetzt ein V-Tail oder ist es ein Pintail? Nein, es ist ein V-Tail. Ein klitzekleiner V-Tail. Oh Gott, ist der klein. Oh. Die riechen genauso wie die. Also ist wahrscheinlich wirklich die gleiche Firma. UV-aktiv jetzt nicht. Gott, ist der klein. Und dazu passend würde ich mal fast sagen, sollten wahrscheinlich diese kleinen Mikro-Jigs hier sein. Schauen wir uns auch mal an, dass hier größentechnisch funktioniert. Also so eine. Ach Gott, ey. Also mit den Packungen habe ich es heute ja aber nicht. Irgendwie. Jetzt! Nee, warte. So. Naja, reicht. Eigentlich reicht einer. So. Ui, die sehen aber auch irgendwie ein bisschen ulkig aus. Haben die alle so eine Form? Sieht ein bisschen aus wie ein Ei. Nee, die sind normal hier. Finde ich immer noch ganz schön optimistisch hier. So ein riesen Kopf auch da dran, aber naja, kann man jetzt wahrscheinlich machen. Doch, kann man schon. Könnte man schon machen, aber ich glaube, da gibt es bessere Methoden, wie hier so ein riesen Jigkopf ranzumachen. Also im Verhältnis zum Köder gesehen. Was hat der hier? 5 Gramm? 4 Gramm. Ja, 4 Gramm ist jetzt auch nicht wirklich viel, aber sieht irgendwie ein bisschen unproportional aus, ne? Hoppala. Und für den sind wahrscheinlich eher diese hier. Wobei ich eigentlich fast sagen muss, und vielleicht auch den hier, ah, der ist natürlich wirklich ein bisschen weit vorne. Der Kopf sieht ganz gut aus, aber ah, nee, der ist zu klein dafür. Also ist der auf jeden Fall hierfür und der sind für den hier. Ja, genau. So, da haben wir ja wieder von 10 Feet Under einen Aufkleber, ein bisschen Werbung für eine Sonnenbrillenfirma, die auch Stiefel macht und Regenjacken und komische Boonie Hat und Telefonfilter.
kleiner Beipackzettel, Jahreskalender und ein bisschen Werbung für die Lieblingsboxen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Und natürlich ein Lolli. Haben wir auch noch. Noch was drin? Oh, da ist einer reingefallen. Ja, für eine UL-Box. Schön gemacht. Ein Hardbait mit drin. Wir haben eine schöne Auswahl an Gummifischen. Drei an der Zahl. Wir haben zweimal passende Jig-Köpfe. Wir haben ein bisschen Terminal Tackle mit Snaps. Auch die Box finde ich hier durchaus gelungen für eine UL-Box. Und vor allen Dingen auch eine Box in diesem Preissegment. Ja, kann auf jeden Fall machen, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Da würde ich mal sagen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder ihr schaut irgendwo weiter, links oder rechts wird jetzt irgendwo sicherlich irgendwas auftauchen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.